Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supremacy 1914. Wir sind wieder zurück am Start an Tag 7 auf der 100er Karte mit Kanada und Erik und Horst zusammen. Ach ja, wir sind wieder am Start und haben ja in der letzten Folge angefangen, hier die föderierten Staaten anzugreifen. Und ich sag mal so, das lief ganz famos. Wir haben ihn komplett einnehmen können zusammen mit Erik zusammen. Und haben jetzt ja nur noch hier einmal das russische Alaska, die Provinz übrig, wo wir auch schon ein paar Truppen hinstellen, damit wir das dann demnächst einnehmen können. Denn ich habe meine Truppen natürlich jetzt wieder nach oben bewegt, und zwar nach Osten und Westen, damit wir so langsam mal die restlichen KIs hier einnehmen können. Hier vor allen Dingen, ne, sind jetzt gerade 23 Truppen, das reicht natürlich noch bei weitem nicht für russisch Alaska. Aber damit wir da schon mal ein paar Truppen stationiert haben, einfach auch für den Fall der Fälle, dass uns die KI angreift. Aber unser erstes Ziel wird hier im Osten sein, und zwar Ontario. Da moven wir gerade die meisten Einheiten hin und werden dort auch angreifen. Und zwar jetzt schon, glaube ich, oder? Warte mal, du bist da. Ja, ich würde sagen, den Angriff können wir machen. Zack, wir starten einfach mal. So, das heißt, da greifen wir jetzt einmal an. Sollte der auf jeden Fall hinkriegen. Wir schauen mal hier rein. 150, 180, 900 Trefferpunkte. Ja, auch hier, wenn hier Verstärkung kommt, auch wenn wir angreifen, passt das alles. Und hier oben die Verteidigung reicht auch. Hier unten ebenfalls. Das heißt, Ontario gehen wir rein. Sollten wir jetzt die nächsten ein, zwei Tage, denke ich, relativ problemlos einnehmen können. Hier oben kommt auch nochmal ordentlich Verstärkung nach. Das sollte passen. So, schauen wir mal weiter, was unsere beiden Mitstreiter machen. Fangen wir da unten mal erstmal bei Horst an. Horst ist dabei, erstmal hier ein paar Fesselballons auf den Atlantik und Pazifik zu schicken, damit wir da ein bisschen mehr Sicht bekommen. Ich glaube, hier unten auch guckt der Erfing auch hier Bolivien und so, was der macht. Aber er schickt halt auch zwei hier auf den Atlantik. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal gehen wir nochmal kurz zu Erik, der hier gerade dabei ist, einen Angriff zu starten auf auch Ontario. Und eigentlich wollte er ja auch auf British Canada gehen. Aber ich sehe schon, er zieht sich wieder zurück, auch weil hier einfach ein paar viele Truppen drin sind. Na, da sammelt er lieber nochmal. Besser ist es. Je weniger Verluste, desto besser für uns. Und ihr könnt aber auch schon nebenbei sehen, dass Erik mit einem Boot und ein paar Einheiten auf dem Weg nach Grönland ist. Das liegt daran, dass Erik ja jetzt von Grönland die ganze Zeit angegriffen worden ist, so ganz komisch. Grönland ist ja mit seinen über 80 Truppen hier runtergesegelt, um hier Erik irgendwie anzugreifen. Grönland hat absolut dabei versagt, muss man zum Glück sagen. Und Erik hat sich gedacht, weißt du was, der kann ja kaum noch irgendwas auf seinem Festland haben. Geh ich mal rüber und gönn mir das mal. Besser ist es. Finde ich eigentlich auch eine sehr gute Idee, wie lange ist der unterwegs, ne, ein Tag noch ungefähr, das passt wunderbar. Und warum nicht, dann haben wir auch hier oben ein paar Provinzen. Wie gesagt, wir werden erstmal Ontario holen, dann holen wir uns russisch Alaska und dann holen wir uns nochmal hier Baffin und wie hieß du doch gleich, Kivalik. Hier werden wir es noch holen auf jeden Fall und dann geht's mal so langsam Richtung Europa. Ach ja. Ne, deswegen schickt auch, ne, deswegen zum Thema hier, Horst schickt wahrscheinlich deswegen auch einen Ballon hier so ein bisschen auf den Atlantik, damit wir ein bisschen mal gucken können, falls uns British Nigeria besuchen möchte. Denn British Nigeria mit seiner Koalition ist mit der größte auf der ganzen Karte, hat auch mit die größte Koalition, die er am Start hat. Da können wir gerne mal kurz ins Fenster rein, machen wir kurz mal auf. Sortieren nach Provinzen und da können wir schon sehen, ne, Eastern African Cape. Vier Fraktionen sind da drin, 156 Provinzen. Ach du Scheiße. Ja, nur vier Fraktionen, aber dann 156 Provinzen ist eine ordentliche Ansage. Lass mal schauen, wie viel wir drei haben. Wir haben 24, Erik hat 20, das heißt, wir haben 46. Und dann nochmal hier bei Horst. 46 plus 35, 81 müssten das, glaube ich, sein. Jetzt habe ich schon wieder direkt vergessen, wie viele die hatten. Genau, 81. Guck mal, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte von dem. Also das ist, ja, nicht gerade so das Beste. Man muss aber auch sagen, British Nigeria ist hier ordentlich am Einnehmen. Also die europäischen Fraktionen können dem gar nichts entgegensetzen. Wir vermuten tatsächlich auch, dass British Nigeria ordentlich hier am Reinpayen ist mit Goldmark und Boosterkarten. Denn wenn man hier nochmal raufschaut, seine Durchschnittsmoral ist bei 83%, was ziemlich gut ist. Dafür, dass er so schnell Provinzen am Einnehmen ist. Zudem muss man auch nochmal sagen, dass seine KD extrem gut ist. Ne? 475 Leute zerstört, 62 Verluste nur. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Da könnten Goldmark und Booster definitiv eine Unterstützung gewesen sein. Und generell, wenn man mal noch so den Rest der Karte sich anschaut, kann man auf jeden Fall feststellen, dass es hier nicht mehr großartig Gegenwehr gegen die afrikanische Koalition geben wird.
Wir können natürlich gucken, inwiefern wir da noch irgendwie was reißen können. Ich habe ja schon letzte Folge einmal gesagt, dass Erik und ich wahrscheinlich demnächst, wenn wir dann mal hier fertig sind, vielleicht mal nach Großbritannien rüber segeln, wenn bis dahin nicht British Nigeria schon da ist, um dort einmal zu landen, um uns dort vielleicht festzubeißen. Muss man aber mal schauen, wie das dann so passiert. Generell kann man noch sagen, wir bauen noch weiter fleißig Fabriken aus, werden demnächst den ersten Kreuzanbau geben und dann geht auch das ein bisschen weiter voran. Und grundsätzlich kann man aber so oder so sagen, läuft es ganz gut, man möchte sich nicht beschweren. Und ich würde sagen, auch das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann, glaube ich, an Tag 8 oder 9 wieder, müssen wir mal schauen. Schaut gerne mal Eriks Kanal vorbei, Link oben in der Videobeschreibung, wenn ihr mal seine Sicht sehen möchtet. Und genau, dann bleibt mir auch nichts weiter zu sagen, außer habt einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und haut rein.